Oh Gott, hat die mich erschrocken. Uiuiuiui. Komm her. Willkommen zu einer schönen, entspannten Runde Enshrouded hier beim Zockbock mit unserem Bocki. Wie ihr seht, er steht hier gerade im Schatten des Waldes, direkt vor dem Grabmal, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute schauen, dass wir das Grabmal lösen, noch ein bisschen eine kleine Entdeckungsrunde machen und uns dann so langsam Richtung letzter Quest bewegen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lasst uns loslegen. Unser Schwert raus. Und dann schauen wir uns mal das Grab an. Hier sieht es aber dunkel aus. Logo. Es leuchtet grün und es sieht aus wie Binnen. Na, das ist ja toll. Binnen. Ich sehe nichts. Oh, da habe ich irgendwie mehr erwartet. Hallo, hallo, hallo. Ah, hier haben wir Licht. Sehr gut. Oh, das sind ja Schädel an den Wänden. Ich war mal in Paris in den Katakomben. Da gab es das auch von den Pesttoten. Oh Gott, hat die mich erschrocken. Uiuiuiui. Komm her. Ja. Gut. Sie hat mich mehr erschrocken, als dass ich jetzt Angst habe vor ihr. Wir sind vergiftet. Wir können auch mal skillen, fällt mir ein. Das mit dem Gift ist hoffentlich vorbei, ja. Gut. Brutbeine. Neue Ressource, vielleicht kam da noch was bei rum. Oh, da kommen auch noch so kleine Spinnen raus. Oh Gott, da ist noch eine. Hab ich gar nicht gesehen. Es wäre natürlich spannend, ob man sich auch irgendwie waffen kann gegen Gift. Wir können jetzt erstmal hier noch uns das Barfood reinladen. Ah, Feuer. Dann halt nicht. Hier sieht es ein bisschen leer aus in dem Raum. Ich halt, also wenn, dann hätte ich jetzt hier einen kleinen Boss erwartet oder so. Diese Seile sind auch sehr stimmungsvoll. Hallo? Da ist eine goldene Kiste, Freunde. Oh, ein neuer Block. Der Knochenblock. Na, der ist auf jeden Fall herzlich willkommen für unsere Baureihe. Sehr cool. Ach super, war's das schon? Wahrscheinlich. Dann merzen wir die letzten Spinnen noch aus. Sieht hier immer nichts, wenn hier keine Fackeln sind, die man anzünden kann. Was ist das denn hier eigentlich? Tut mir das weh, wenn ich da reingehe? Ja. Das sieht gruselig aus, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Blutlache, Gift. Also wie Lava sieht es nicht aus. Nicht definierbar, die Masse. Hat uns auf jeden Fall fast umgebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Mit dem Balken, der darunter lief. Hat es aber nicht geschafft.
Okay, das habe ich mir gedacht, dass das so ein kleiner Mini-Dungeon ist, aber für den Block hat sich's auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugehen. Deswegen haben wir auch genug Zeit, jetzt diesen Endquest anzugehen. Und vielleicht dann auch nochmal drüben zu dem Haus zu gucken. Zukünftig. Ich würde sagen, wir gehen zur Warte, fliegen hier rüber und kämpfen uns durch zur Krypta der Erbauer. Und dann schauen wir mal, was uns hier als Endcontent für die Demo erwartet. Schnellreise zur Warte. Außerdem wollte ich sowieso noch mal fliegen. Falls ihr das nicht schon gemerkt habt, habe ich da viel Spaß dran. Das mache ich natürlich sehr gerne. Da müssen wir uns jetzt hier rüber bewegen. Schwuppdiwupp. Und dann würde ich sagen, Abflug. Und wir lassen uns mal gleiten, da ich glaube, das ist das Maximum, was wir an Strecke zurücklegen können. Es gibt jetzt kein Schwungholen oder so ähnlich, habe ich festgestellt. Nichtsdestotrotz kommt man ganz gut voran. Wir landen hier beim Kloster und dann kämpfen wir uns weiter gerade durch zur Krypta. Und hier auf dem Feld Landung mit Haltungsnote 1. Der macht es auch wirklich sehr sportlich hier mit seiner Rolle. Und dann hoffe ich, wir sind gut gerüstet. Wir haben Heiltränke dabei, wir haben Bandagen. Wir könnten unterwegs noch... Das wollte ich mal schauen. Wir bauen mal noch einen Flammenaltar, um den dort vor der Krypta aufbauen zu können. Falls wir einen Respawn brauchen. Und dann fühle ich mich ehrlich gesagt gut gerüstet mit meinem Level 5 Schwert und unserer Rüstung. Und Bocky ist, glaube ich, auch gut selbstbewusst, dass wir das jetzt hier angehen können. Die Wölfe rasieren hier ganz schön. Uiui, das war knapp. Hallo, Freund. Oh ja. Das mit dem Plündern, dass das dann meinen Stoß irgendwie verhindert, das finde ich nicht so cool. Das ist nicht so richtig handy. Der funktioniert nicht so einfach. Und ich kann ihn auch nur anwählen, wenn ich ihn sehe. Nicht ganz so optimal. Noch einer. Muss ich dafür einen gewissen Abstand haben? Na gut. Das kriegen wir schon noch hin. Jetzt ist es gleich wieder so finster. Da ist noch ein Wolf. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hallo, hallo. Herr Lupus. Bocky, der Pariermeister, ist am Start. Mal sehen, wie lange noch. Aber seit den Level 5 Herren vom letzten Mal ist er auf jeden Fall ein bisschen gewachsen mit seinem Selbstbewusstsein im Blocken. Auch wenn der erste Instinkt war, die Beine in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich dachte mir, huch. Die machen aber viel Schaden und die ersten Versuche, sie zu treffen und abzuwehren, gingen schief. Das war natürlich wieder versucht, hier links und rechts zu gucken. Hier leuchtet es auch so seltsam. Was ist das denn hier? Ah, das waren nur Glühwürmchen und da hinten sind unsere Kameraden. Hier gibt es auch noch Abzweige. Da ist... Ach, da kommt einfach
wirklich der Gothic-Vibe durch, dass man jetzt hier losziehen muss und erstmal nochmal abbiegen und dort nochmal gucken und hier nochmal schauen. Man könnte ja irgendwas verpassen. Und ich glaube, das ist hier absolut der Fall. Die Knochen sammeln wir alle ein. In der Hoffnung, dass wir was Schickes mit den Knochenblöcken bauen können. Ist das einfach nur ein anderer Weg? Vielleicht gewinnen wir ja da was durch. Oder das ist der Weg dort drüber. Ne, hier geht's auch hoch. Das ist schon die richtige Richtung. Aha. Aha. Oh, da ist jemand mit seiner Armbrust unterwegs. Was hätte er tun können? Hier gegen zwei von denen habe ich noch nicht gekämpft. Aber gut, die sind natürlich jetzt auch nicht mehr so gut. Guck mal kurz in ihre Höhle rein. Bisschen Zeit muss ja sein. Zwei Minuten. Zwei Minuten nur. Ach schön, wieder was entdeckt. Ich find's super. Oh. Heulende Klinge. 14 Schaden und eine Menge aufwertbare Dinge. Ist das vielleicht ein Zweihänder? Leute, ist das ein Zweihänder? Haben wir hier vielleicht... Nein. Wie ist da der Unterschied? Wir werten die auf. Wir müssen die aufwerten. Wir müssen. Cooles Versteck. Das hat mich jetzt wirklich gefreut, dass wir auch noch so eine schöne Waffe finden. Auch noch so eine Bombe, die wollten wir sowieso benutzen. Und noch mehrere so... Shoot. Gut, das war jetzt nicht so ergiebig, aber... Dieses Schwert wollen wir natürlich einsetzen. Und es ist auch Tag geworden, alleine das war es schon wert. Hier ist auch ein guter Platz, glaube ich, für unser... für unseren Brunnen. Denn da oben, wenn ich mich nicht irre... ist die Burg. Gucken wir mal, dass wir hier ein Plätzchen finden. Und dann machen wir einen kurzen Teleport hin und zurück. Und pushen schnell die Klinge da auf das Maximum-Level. Ich hätte jetzt schon gerne hier einen Außenposten. Kann nicht gebaut werden, kann nicht gebaut werden. Ja, wie? Ah, gut. Map. Kurzer Ausflug zurück. Wir sagen Oswald hallo. Oswald. Immer diese kleinen Bugs noch, wenn man teleportiert, aber jupp, baut sich das ganz fix auf. Hallo Oswald. Ich würde gerne... Ich habe hier was gefunden. Ah, den haben wir auch noch nicht auf 5. Haben wir noch genug? Schade. Also für den letzten Kampf dort wäre es natürlich schon schön, alle Waffen, die wir einsetzen, auf Maximum zu haben. Deswegen würde ich jetzt alles zerlegen, was wir haben.
das bisschen Zeug hier kurz noch ablegen. Material. Die Brandbomben hier hinpacken. So, Oswald, unser Hammer bitte auch noch. Du sagst es, get a bigger hammer. Sehr schön. Okay, nun aber los. Direkt hin. Das mit den Schnellreisen ist auch... Das gefällt mir sehr. Und auch im Kontext vom Video machen für euch sind wir einfach schneller unterwegs und ihr seht mich hier nicht im Laufsimulator. Mit unserem Bocky. So, dann probieren wir die gleich mal aus. Wie viel Schaden machen wir denn mit der jetzt? 22 wie der. Aber kein Miasma-Schaden. Dafür einfach nur brutaler Schaden so. Ja, Kanone. Kurz Barfoot einwerfen. Und dann gehen wir rein. Oh, das war natürlich genau das, was wir machen. Krypta der Erbauer. Sehr, sehr, sehr schön. Rumschleichen, so einen Quatsch machen wir nicht. Wir gehen einfach rein und klopfen mal an die Tür. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Macht mir ein bisschen zu schaffen. Das ist da eher mein Problem. Schnell weg von den Fässern, wenn der da oben uns abschießt. Sauber. Man bekommt auch echt einen guten Fight-Speed drauf, wenn man hier rollen und Fliegen und den Haken alles gleichzeitig benutzt. Ich will die auch noch einsetzen. Ihr habt mich schon, ihr erwischt mich noch dabei, wenn ich hier die ersten Bomben werfen darf. Okay, Leute. Wir gehen rein. Was? Oh! Und Blocken funktioniert immer noch ganz gut. Kurze Heilung. Die Krypta der Erbauer. Muss auch sein, ne? So. Hallo, jemand da? Gehen wir rechts lang. Oh, oh, oh. Freunde hinter der Tür. Der wollte nicht so wie ich will. Ich habe eigentlich vorher schon blocken wollen. Die haben sich ja gut häuslich eingerichtet, hä? Hallo? Kurz mal die Runde.
falls sich ja noch jemand verstecken sollte. Dieses Elixier, da würde mich auch mal interessieren, aber ich glaube, da gibt es noch keinen... Es kann noch nichts, doch. Na dann. Wir sind ja nicht im Miasma. Den Preis zahle ich gerne. Hier geht's hoch und runter. Wir schauen erstmal hoch. Hallo, Freunde. Tür. Die Tür ist in der Demo geschlossen. Wenn du sehen möchtest, was sich dahinter verbirgt, solltest du das vollständige Spiel spielen. Auf jeden Fall wollen wir das. Tür, wir sehen uns wieder. Ihr wahrscheinlich auch. Ja. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Truhe. Was ist hier? Noch eine Truhe. Aber keinen Dietrich mit. Können wir einen bauen? Dank unserer Freunde der Banditen geht es. Mhm. Na gut. Ich hätte mir jetzt gern noch irgendwie einen Fight gewünscht, muss ich gestehen. Das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Ach so, na gut. Ja, wie jetzt? Nun gut. Ich hätte ein bisschen ein wuchtigeres Ende mir gewünscht für die Demo hier. Zumindest was die Quest angeht. Aber dann nehmen wir den natürlich mit. Den nehmen wir mit, da lassen wir uns nichts nehmen. Wir kommen bestimmt auch lebend raus. Und auch wenn die Quests jetzt zu Ende sind, haben wir ja doch noch ein bisschen was zu entdecken in der Welt. Davon lassen wir uns jetzt nicht entmutigen. Aber so einen kleinen Kampf hätten sie uns doch gönnen können. Einen kleinen. Dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, Krypta der Erbauer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Gut. Karte. Wir haben alles ganz gut abgedeckt. Hier weiß ich nicht, ob wir es bis rüber schaffen zu diesem Haus. Das können wir mal probieren. Vielleicht hat Oswald ja noch was zu sagen, wenn wir zurückkehren nach unserer kleinen Tour. Das Haus, was ich meine, ist nicht hier, sondern dort drüben. Zum einen diese Burg dort. Und... Genau, diese Richtung. Gucken wir denn gerade hin? Wir gucken hier hin. Ach, das ist die Burg, aus der wir rausgekommen sind. Nee, das meine ich nicht. Dann meine ich die entgegengesetzte Seite. Dann meine ich... diese Richtung hier. Genau, dort gibt es nämlich noch ein Haus. Da können wir nochmal hin.
Und uns dort unten im Miasma Pool auch nochmal umgucken. Da ist noch nichts aufgedeckt. Und hier gibt es auch noch so eine Flamme. Hier gibt es auch eine Flamme. Ein bisschen was haben wir noch. Außerdem wollte ich nochmal mit dem Gleiter fliegen. Und das da drüben rechts, da können wir auch noch hin. Ich glaube, das schaffen wir mit dem Gleiter, wenn wir hoch genug abspringen. Wunderschön. So. Schaffen wir das zu diesem Haus dort? Das sollte doch wohl machbar sein von hier oben. Und da ist auch so ein Altar. Oh! Nein, nein, nein. Demo-Bereich. Ist okay. Habe ich verstanden. Wir dürfen nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht herunterfallen. Das ist leider passiert. Aber vielleicht kommen wir vom Miasma nochmal hoch. Geht das denn hier? Kommen wir hier nochmal rein? Und welches Level haben die jetzt? Sind das immer noch die Fünfer? Das ist doch schön, das ist doch unser Level jetzt. Ich denke, wir können mal gucken, ob wir dort noch hochkommen von der Seite. Oder ab wann der Demo-Bereich greift. Ah ja. Ich nehme an, dann geht man drauf. Gut. Aber hier kann man sich zumindest kämpferisch nochmal austesten. Ich liebe den Hammer. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Hammer macht sehr viel Spaß. Okay, es... Ja, ja. Wahrscheinlich stirbt man dann. Können wir auch nochmal testen. Zum Abschluss der heutigen Folge. Und damit auch zum Abschluss der regulären Folgen für Enshrouded. Danach kommen jetzt erstmal die Baufolgen mit euch gemeinsam. Oh, komm, 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 schlag doch. Kann ich auch. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ist jetzt nicht so, als wäre es nicht interessant. Hier ist die Grenze. Okay, wir kommen hier nicht viel weiter. Aber dort hoch zu dem Altar kommen wir noch. Und ich denke, das ist ein schöner Punkt, um das hier zu beenden. Okay, okay. Hier habe ich noch einen rumschleichen sehen. Tja. Oh. Oh, erwischt mir nicht, mein Freund. Schön. Super. Der Hammer ist schon nice. Das ist eindeutig meine Lieblingswaffe. Auch wenn ich damit nicht ganz so fit bin wie mit Schwert und Schild. Schwert und Schild ist auf jeden Fall eine gute Kombo. Sehr schnell und deswegen auch extrem gut zum Blocken, gerade für so komplexere Kämpfe.
Kann ich das absolut empfehlen? Und für Kämpfe gegen Wölfe und alle Gegner, die relativ agil sind, da macht es total Sinn. Und dann sind wir auch gleich oben. Gucken wir uns an, was dort noch ist. Ich sag hier Wolf, dabei ist das nur ein Stein. War hier nicht der Altar? Doch, der war doch hier. Schrein der Flamme. Ach, wir können hier einen Funken abholen. Guck an. Stark. Stark, stark, stark. Den nicht, der ist nicht mehr drin. Den hier vielleicht noch. Den hier auch, den haben wir ganz vergessen. Die habe ich unterschätzt, diese Altäre. Nichtsdestotrotz. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. An dieser Stelle beenden wir die regulären Quest, ja, die Questreihe hier mit Enshrouded. Das haben wir ganz gut durchgeschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gemeinsam mit unserem Bocky, dass er sich da durchgeschlagen hat. Und die nächsten Folgen, ich weiß noch nicht wie viele, ein, zwei, werden wir uns dem Bausystem widmen, uns die verschiedenen Blöcke anschauen, ein bisschen was testbauen. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Ich glaube, ich mache da auch noch eine extra Welt. Man kann ja mit demselben Charakter sogar ein Inventar voll Material mitnehmen. Dann verkünsteln wir uns da ein bisschen, bauen eine kleine Hütte, schauen mal, was so geht. Auch was jetzt die Blöcke, die wir freigeschaltet haben, wie die im Aussehen alles so sind. Und dann sehen wir uns in Enshrouded erst wieder, wenn die Early Access Version startet. Und das hoffentlich bald. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier beim Zockbock und mit unserem Bocky. Macht's gut, bis bald. Ciao.